Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute habe ich euch für euch mitgebracht, oder habe ich hier, die Glossier Box. Und zwar, die kam gestern und es ist die aktuelle Box, die Aloha Box. Und ich muss mal vorweg sagen, ich habe versucht, heute dieses Summer Bag zu bestellen. Hat nicht funktioniert. Naja. Schauen wir mal nächstes Mal, wenn wieder was ist, ob wir mehr Glück haben. Schauen wir erstmal in die Box rein. Oder schauen wir uns erstmal die Box an. Sieht toll aus, oder? Ich finde das Design total super. Schön frisch und ja. Und es blinkt Gold. Gold, Gold, Gold. So, schauen wir mal rein. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe es mir noch nicht so angeschaut. Schauen wir mal. Ist auch noch verschlossen. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingeguckt. Und ich habe auch mich woanders noch nicht so informiert. Wir schauen einfach mal. Wir machen mal die Schleife aus und gucken mal rein, was so drin sich verbirgt. So, ich wollte es euch natürlich zeigen, aber ich denke mal, es fällt uns alles raus. Da schauen wir später rein. Und ja, machen wir Klebi auf. Vorsichtig. Versuchen wir es auf jeden Fall. Nein, nein, nein. So, ein Zipper weg. So. Schauen wir mal. Hier haben wir eine Maske. Und zwar, ja, sind das einzelne Wassermelonen-Scheiben. Einzelne. Die kann man sich einzeln im Gesicht kleben. Kleben, kleben. Und ja. Ja, ja, ja. Wassermelone, Feuchtigkeitsspende, erfrischend und erfrischend. 12 Scheiben sind da drin und kommt aus Korea. Ja, wenn wir mal zum weiteren Produkt gehen. Hier haben wir, was haben wir hier? Von Model & Co. Von Model & Co. Ich glaube, ja, ja, ein Gel-Eyeliner ist das. Gel-Eyeliner. Ich versuche hier mal aufzumachen, wenn es geht. Schauen wir mal. Ja, 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 ja. Dann können wir das mal aufmachen, wenn es geht. Ja, so. Das ab. Und weißen Eyeliner. Zwatschen wir mal eben. Ich hoffe, dass es für eine Kamera ist. Oh ja. Der geht gut Farbe ab. Super. Ja. Klasse, oder? So. Was haben wir denn noch hier drin? Noch hier drin. Und zwar, ich glaube, der gab es als Zugabe. Ich weiß jetzt nicht mehr. Von Benefit. Ich glaube, den gibt es dazu, gab ja. 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 Kenne ich noch nicht. Habe ich zwar, glaube ich, irgendwo eine Probe von, aber den habe ich noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall von Benefit ist der. Ich wollte euch mal zeigen. Hm? So. Wenn ich die Preise finde, werde ich die euch einblenden. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir noch, das ist eine Gratisprobe. Ob man da lange mit hinkommt oder wie weit man damit kommt, keine Ahnung. Aber so für unterwegs in der Handtasche ist es nicht schlecht. Ja? Okay. Ja. Das ist eine Sonnenlatschen. Latschen. Latschen. Lotion natürlich. Super. Naja, egal. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist ein Deo. Ein Deo. Und kenne ich noch nicht, habe ich noch nie gehabt, so ein Produkt aus der Dose.
Ja. Schauen wir mal, ich glaube, das ist vegan. Ist das vegan? Vegan, vegan, vegan. Ich weiß es nicht. Ich werde mich mal schlau machen und nachgucken, ob das vegan ist. Ich weiß es nicht. Steht auch, glaube ich, nicht drauf. Ne? Ich sag jetzt nicht, nach was es riecht. Nee, muss ich echt nicht haben. Okay, aber viele mögen das. Ist nicht mein Geruch. Nee, ich sag lieber nicht, nach was es riecht. Nee, sorry. Meins ist es nicht. Ich schau mal, was das kostet, und wenn ich den Preis finde, blende ich ihn euch hier oben oder da oder da oder da ein. So, was haben wir noch hier? Okay, ich glaube, das ist das Highlight der Box. Schauen wir mal, ich pack's mal eben aus. Das knistert. Oh. Kennt ihr das Geräusch? Oh, als Kind liebte ich das. Aber irgendwie ist die Luft raus. So, Aloha, ein Aloha Bronzer. Schauen wir mal, wie viel Gramm? Wie viel Gramm? 7,5 Gramm. Ja. Machen wir mal eben auf. Wir packen es mal aus und dann machen wir auf. Ja, ich kann auch reimen, ab und zu. Ja. Ja. Oh, okay. Ja. So, so schaut's aus. Ja. Ne, er riecht. Eben, ich weiß nicht. Aber nicht parfümiert oder so. Ja. Keine Ahnung. Ist nicht schlecht. Wir werden den jetzt mal die Tage irgendwann mal ausprobieren. Ein Schimmer hat er nicht, aber wir können ihn noch mal frotschen. Warum eigentlich nicht? Ja. Und ich sollte mir auch gewöhnen, mit dem Mittelfinger zu arbeiten. Oh ja, sieht toll aus. Wirklich toll. Na? Muss mich hier verbiegen. Oh, egal. So, schauen wir mal. Ansonsten, ach doch, wir haben doch noch ein Produkt. Ein Produkt haben wir noch drin. Ein Produkt habe ich fast übersehen. So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, was ich euch so erzählen soll. Wie gesagt, ich muss erstmal mich reinfinden in die Unboxings und ja. So. Wie gesagt, ich habe hier noch 1, 2, 3, 4 Boxen stehen. Wie gesagt, die sind noch schon was älter. Drei Glossy-Boxen habe ich hier noch stehen. Und eine, wie war das nochmal? Medikamenten für Rosbox oder so. Ich muss genau, bevor ich was Falsches sage, will ich jetzt keine Gerüchte oder so in die Welt setzen. Schauen wir mal nach. So, kommen wir wieder zur Glossy-Box. Ein Lip, 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 Lip. Lip. Los, Lip, Shine, Shining. Nö, riecht noch nichts. Zwischen wir mal hier. Oh ja. Oh. Der hat so einen ganz leichten Glimmer drin. Glimmer? Schade, ich habe jetzt leider Lippenstift drauf. Sonst würde ich den ausprobieren. Aber ich hoffe, dass ihr es gut sehen könnt. Ja? Ich halte euch den Stift nochmal. Der ist butterweich. Ich denke mal, der wird nicht kussfest sein. So sieht der aus. Ja, ich war leider immer noch nicht beim Nagelstudio. Nicht, einfach nicht auf meine Finger achten. Ich habe noch keine Zeit gehabt. So, das sind die Produkte. Wir hatten den Stift drinne, den tollen Bronzer, die Probe.
Dann die Maske. Vielleicht werden wir die Maske, könnten wir eigentlich uns zusammen aufkleben. Probieren wir mal aus, wie das so ist mit den einzelnen Scheiben. Könnten wir mal so im Auge fassen. So. Und ja. Dieses Deo-Produkt. Ich muss noch mal. Nein. Gut, jeder hat einen anderen Geschmack. Meiner ist er nicht. Und schauen wir mal. Ich will jetzt auch nicht rumreiben oder so, weil ich werde den sowieso nicht benutzen. Vielleicht verschenke ich ihn einfach weiter. Schauen wir mal, wer daran von meinen Freundinnen Interesse zeigt. So. Den, ich glaube, den gab es, glaube ich, gratis dabei. Ich weiß nicht. So. Und geht Eyeliner. Für mich sind in dieser Box, in dieser Box, zwei tolle Produkte drin. Außer natürlich der von Benefit. Von Benefit, der Mascara. Ich würde sagen, das beides sind die Highlights aus dieser Box. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bisschen chaotisch. Und ja, wie gesagt, ich werde euch die Preise da irgendwo einblenden. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß wieder gehabt und über mich gelacht. So soll es nämlich sein. Ich will einfach nicht tröge sein. Und ja, okay. Achso, bevor ich das vergesse, vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Natürlich nach oben, nicht nach unten. Und vergesst nicht, meine Glocke zu abonnieren. Bis nächstes Mal, eure Tanja. Ciao.